Das Thema des heutigen Ausblicks auf die Märkte lautet Goldpreis, Aktienmärkte, Margin Calls. Ich glaube, dass man am Goldpreis etwas klar machen kann, etwas paradigmatisch zeigen kann, was derzeit an den Märkten passiert. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu eben diesem Goldpreis, den Aktienmärkten und den Margin Calls. Wir haben gesehen und konstatiert auf Finanzmarktwelt, wie auch, wenn ich mich recht erinnere, in meinen Videos, dass der Goldpreis sozusagen oder die Goldpositionen als Absicherung von vielen Investoren genommen wurden. Man ist nicht short in den Aktienmarkt gegangen, ob mit Puts im Optionsbereich oder mit Future-Kontrakten, sondern hat vorwiegend sich in Gold eingedeckt. Nun ist der Goldpreis dann, als die erste Welle des Tsunamis kam, gestiegen. Das fand man hübsch, der Goldpreis fast bis 1690, aber dann eben am Montagabend dieser scharfe Abverkauf beim Goldpreis. Warum? Weil viele wahrscheinlich hier Gewinne realisieren mussten im Gold, um ein paar Verluste auszugleichen oder abzumildern, die in den normalen Portfolios entstanden waren. Wir sehen derzeit ja, dass der Dow Jones mit dem schwächsten Handelstag oder mit den schwächsten zwei Handelstagen seit Januar 2018, der Nasdaq sogar seit dem Brexit 2016, und wir sehen auch, dass der S&P 500 jetzt zweimal mehr als 2,5% hintereinander verloren hat und dennoch noch über der 200-Tageslinie handelt. Das gab es zuletzt im Jahr 1938. Da gab es noch nicht mal den Zweiten Weltkrieg, meine Damen und Herren. Also wir sehen, hier sind schon historische Dinge am Machen. Nun ist es also so, dass plötzlich der Goldpreis gefallen ist. Das ist für mich eigentlich ein Warnzeichen. Die Flut hebt ja alle Boote normalerweise und so hob sie auch das Boot des Goldpreises. Und dann aber hebt plötzlich eine Ebbe an und man sieht, wer nackt gebadet hat, leitet ja eine Börsenweisheit. Das hat man jetzt gesehen. Wir sehen, dass trotz eben dieser starken Abverkäufe wohl aufgrund von Margin Calls, aufgrund von Liquiditätsengpässen, kurzfristigen Liquiditätsengpässen, viele dann eben, naja, etwas tun mussten und dementsprechend jetzt diese Goldabsicherung nicht mehr so wirklich funktioniert. Wie gesagt, die Flut hebt alle Boote, aber wenn die Flut vorbei ist und die Ebbe kommt, dann gehen eben auch alle Boote nach unten. Das scheint mir das Problem zu sein. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die wichtig sind, die relevant sind. Zunächst mal vielleicht in Sachen Märkte, da gibt es ja Erstaunliches zu konstatieren. Da haben wir zunächst mal den VIX, den Fear and Greed Index, der jetzt deutlich zurückgegangen ist, praktisch jetzt schon im extreme Furchtbereich 22. Kurz vorher waren wir noch im Gierbereich, deutlich im Gierbereich. Wir erinnern uns noch an Zahlen über der 90er Marke beim Fear and Greed Index. Wir sehen, dass jetzt an der NYSE, an der New York Stock Exchange, die so viele Aktien gefallen sind in den letzten beiden Tagen wie seit 12 Jahren nicht mehr, also seit es diesen Bullenmarkt gibt. Das zeigt, wie breit dieser Abverkauf ist, auch wenn natürlich Fang-Stocks, die Schwergewichte da, die vorher ja massiv gestiegen waren, besonders stark ziehen. Aber es ist eben ein breit gefächerter Abverkauf, der wirklich jetzt nicht gerade irgendwie aus der Hüfte kommt. Wir sehen den Global Liquidity Proxy, also praktisch das, was die Zentralbanken an Liquidität zur Verfügung stellen. Wir haben gesehen, dass die Fed Balance Sheet, also die Fed-Bilanz, nicht mehr steigt. Das haben die Aktienmärkte ignoriert, sind weiter gestiegen. Hier sehen wir den S&P 500, der sich deutlich entfernt hatte, eben von diesem Liquidity Proxy, der allerdings jetzt ein bisschen wieder hatte anziehen können. Ich hatte versucht, gestern ja zu thematisieren, dass irgendwann eben die Schere zurückschnappt, die zu weit sich geöffnet hatte, weil eben die fundamentale Lage nicht mit den Kursen irgendwie in Übereinstimmung zu bringen war. Die Gewinne stagnierten bei den S&P 500 Unternehmen, während die Kurse weiter stiegen. Da sehen wir den Nasdaq im Jahr 2000 und heute, da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, muss man sagen. Wie geht es jetzt aber weiter? Ist jetzt der Bounce bald da? Kommt jetzt bald die Erholung? Das ist die große Frage. Hier sagt Baycrest, ja, es ist durchaus möglich, dass wir so einen handelbaren Bounce nach oben wieder sehen. Aber es ist eben so, da ist richtig viel Volumen im Bereich 3020 Optionsvolumen. Das ist ja einer der Punkte, einer der großen Probleme, vor allem Privattrader waren mit Optionen auf der Long-Seite, auf der Call-Seite in den Markt gegangen. Und jetzt müssen sich die Emittenten dieser Optionen ein Stück weit absichern. Das heißt, die müssen sozusagen, um da ein Gleichgewicht herzustellen, auch ein paar Puts sich zulegen. Sonst haben sie ein Problem. Das ist wie bei jedem Broker.
Wenn Sie zum Beispiel ein CFD-Broker sind, dann gucken Sie an, wie viele Kontrakte sind auf der Long-Seite, zum Beispiel beim DAX, wie viel auf der Short-Seite. Und wenn sich das ausmatcht, wie man sagt, wenn das so ungefähr gleich ist, muss man nichts machen. Ansonsten muss man Überhänge eben abhatchen. Wenn zum Beispiel mehr Leute im DAX long sind, dann kann ich über den DAX Future mich ein bisschen abhatchen und das Ganze in Gleichgewicht bringen. Das ist jetzt bei den Optionen zum Beispiel auch der Fall. Das heißt, die Dealer sind jetzt, in Anführungszeichen Dealer, also die Broker sind jetzt, haben sich schon eindecken müssen mit Put-Kontrakten, die sie irgendwann auch wieder auflösen müssen, aber wahrscheinlich noch nicht jetzt. Also wenn sie die Position auflösen, dann würden sie als Käufer ja auftreten. Aber da ist noch jede Menge Schmerz, da ist noch jede Menge Schieflage, da warten wahrscheinlich noch jede Menge Margin Calls, auch wenn wir natürlich dynamische Erholungen jederzeit sehen können. Das ist gar keine Frage. Schauen wir uns vielleicht mal hier zum Beispiel Positionierung für den CTAs an. Das sind Vermögensverwalter, die hier langsam in Schwierigkeiten kommen. Je schneller die Geschichte hier nach unten geht, dann rauschen die ins Minus, die vorher im Plus waren, und müssen dann komplett drehen ihre Position irgendwann, müssen sich irgendwo absichern. Jetzt sagt Nomura, also wir glauben nicht, dass das nur rein quantgetrieben ist oder rein algorithmusgetrieben ist. Vielmehr ist es so, dass die Investoren jetzt beginnen zu begreifen, dass wir eine irregular deterioration in fundamentals haben, dass wir sozusagen eine völlig unvorhergesehene totale Verschlechterung von Fundamentaldaten haben und dementsprechend jetzt reagieren. Es could trigger a global economic collapse. Das ist sozusagen jetzt eine Situation, sagt Nomura, wo die Investoren plötzlich eine vorher undenkbare Situation jetzt mit einkalkulieren können und oder müssen und jetzt eben auch aufgrund der Positionierung da in der Schieflage sind, der Margin Call, wie gesagt, droht. Wir sehen auf der anderen Seite, dass zum Beispiel Deutschland hier neue Zahlen aus Deutschland. Deutsche Firmen haben jetzt das dritte Quartal in Folge weniger investiert als im Vorquartal. Das heißt, wir sind hier in Deutschland schon wirklich auf schwachen Füßen unterwegs. Schauen wir uns vielleicht noch mal kurz die Lage in Sachen Coronavirus an. Wir haben ja die WHO-Warnung. Wir haben jetzt zwei Fälle in Deutschland, zusätzlich außerhalb von Bayern. Einer in Nordrhein-Westfalen, einer in Baden-Württemberg. In Nordrhein-Westfalen der Fall in kritischem Zustand, liegt auf der Intensivstation. Italien jetzt 322 Infizierte, 10 Tote. Wir sehen jetzt Brasilien mit den ersten Fällen. Wir sehen in arabischen Ländern erste Fälle, Algerien jetzt. Kuwait hat alle Flüge, beziehungsweise Kuwait lässt Schiffe nicht mehr aus Italien, Südkorea, aus den Ländern also, wo China, wo das Coronavirus wütet, nicht mehr anlegen. Wir sehen, dass in Südkorea wieder 134 Fälle allein in Daegu entstanden sind, dieser 2,5 Millionen Stadt. Man weiß jetzt offenkundig, dass diese Sekte, diese koreanische Sekte, und davon gibt es in Korea jede Menge, dass die in Wuhan gewesen ist, dort Sitzungen abgehalten hat. Daher scheint der Ursprung zu kommen. 4 in Seoul, 8 in Busan. In Busan, wie es richtig heißen muss, und 19 in der nördlichen Provinz. Also wir sehen, dass hier doch wieder keine wirkliche Beruhigung einsetzt. Wichtig noch, vielleicht interessant, wir sehen den ersten Fall von Helikoptergeld. Der Hongkong zahlte jedem Bürger 10.000 Hongkong-Dollar. Das sind ungefähr, 1.300 Euro, um die Wirtschaft zu stimulieren. Und die chinesische Notenbank könnte bald wieder an der Zinsschraube drehen. Also man macht jede Menge in Sachen Liquidität, versucht hier in die Märkte reinzupumpen. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, meine Damen und Herren. Die Charts von, Sie ahnen es, 8.884. Die Erholungen sind da, da sehen wir schon was, aber die sind nicht wirklich so überzeugend bisher. Das deutet darauf hin, dass da noch tiefere Kursziele in der Summe drin sind. Wir sehen den S&P 3142. Was wird der DAX aus der Geschichte zaubern? Knapp über der 12.700er Marke. Da geht es auch natürlich nach unten. Wir sehen Euro-Dollar 1,0870. Ja, und Gold kann sich vielleicht ein bisschen erholen, aber es ist nicht mehr dieser Move, dieser Drive, den das gelbe Metall hat, 1644. Und wir sehen Crude Oil bei 50,02 $, nur noch ganz knapp über der 50er Marke. Und der beste Aktienindex derzeit ist der China A50, sind respektive die chinesischen Aktienmärkte, die überraschend gut laufen oder seit ein, zwei Wochen richtig gut laufen. Und das ärgert Sid Donald bestimmt, dass die US-Aktienmärkte nicht so gut laufen. Der hatte vorher schon
seinen Leuten aus der Trump-Administration gesagt, sprecht nicht über das Coronavirus. Ich will nicht, dass der Aktienmarkt da Schaden nimmt wegen dieser Geschichte. Und jetzt sagt man hier einen Bericht, dass der Trump richtig sauer ist, dass der Aktienmarkt nach unten geht wegen dem Coronavirus und will heute ein Meeting halten. Also wird versuchen einzugreifen, nachdem er vorher schon gesagt hat, ja, sieht günstig aus, die Aktienmärkte. Möglicherweise kommt da was. Das wäre dann vielleicht der Bounce aufgrund einer Nachrichtenlage, wenn Donald Trump wieder die beste aller Welten verspricht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesem Mittwoch, meine Damen und Herren, und sage Servus und ciao.